herzlich willkommen zu Fitness für Frauen. Mein Name ist Norbert Schramm und ich habe hier vier bildhübsche junge Damen neben mir, die Sie jetzt zu 30 Minuten Fitnessprogramm einladen möchten. Wir befinden uns hier im wunderschönen Werdenfelser Land auf einer schönen Wiese und Sie können natürlich unser Programm nicht nur jetzt heute an so einem schönen Tag machen, sondern auch im Herbst oder im Winter, wenn es etwas kälter wird. Jetzt habe ich noch einen praktischen Tipp für Sie. Ziehen Sie nicht zu enge Kleidung an und tragen Sie auf jeden Fall Turnschuhe. Ja, und jetzt können wir loslegen mit leichten Laufen auf der Stelle. Ja, die Ballen bleiben schön auf dem Boden. Ganz leicht mit den Armen mitwippen. Wir versuchen jetzt ganz gemütlich unseren Körper aufzuwärmen, damit wir nachher auch uns schön dehnen können. Jetzt langsam die Beine etwas mehr heben. Schön. Und die Knie nach oben. Ja, schön. Habt ihr alle euren Einfass erwischt? Gut. Schön, Tina, wie du das machst. Die Arme etwas mehr ziehen dabei. Wir versuchen jetzt so immer mehr reinzukommen. Eigentlich noch eine ganz einfache Übung. Aber Sie werden sehen, unser Video ist ganz einfach zum Mitmachen. So, wir kommen jetzt zu einer Schrittkombination zur Seite. Achtung! Und 5, 6, 7, 8 und. Ganz einfach ist rechts und links. Sie können natürlich zu Hause auch gerne mitklatschen. Immer wie ihr das macht. Und dreimal. So, wir kommen jetzt zum leichten Laufen auf der Stelle. Wir heben jetzt natürlich auch etwas die Füße hoch. Langsam lösen vom Boden. Schön gemütlich joggen. Immer Dagmar. Sie können dabei ruhig auch hinten mit den Zehenspitzen auftippen. Seilspringen, ja, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Also, wir stellen uns einfach vor, wir hätten ein Seil. So einfach so mitmachen. Wenn Sie natürlich öfters das Video schon gesehen haben, haben Sie vielleicht schon ein Seil sich geholt und können die Übung auch mit einem Seil jetzt machen. Okay, wir hüpfen jetzt auf beiden Beinen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug gehüpft. Wir können jetzt langsam übergehen in Beine ausschütteln. Da vorne. Hey, prima. Dabei die Fersen hinten hochheben und nach vorne ausschlendern. Schön, wie ihr das alle macht. Immer. Ja, das war jetzt also unser Aufwärmtraining und jetzt kommen wir zu den Übungen mit Regina Weber und Dagmar Schulz. Ja, und wir beginnen das Dehnen mit den Waden, damit sie schön geschmeidig und gelenkig werden. Wir gehen in die leichte Schrittstellung, rechtes Bein nach hinten. Und
und verlagern unser Gewicht auf das linke Bein. Die Ferse bleibt schön unten. Jawohl. Und komm leicht langsam wieder hoch, schütteln ein bisschen die Beine aus. Und das andere Bein nach vorne. Leichte Schrittstellung und Gewichtsverlagerung nach vorne. Und zieht es? Ja. Schön. Okay, kommen wir langsam wieder hoch. Wir kommen zu Dehnen in der hinteren Oberschenkelpartie. Dafür gehen wir in die leichte Schrittstellung und gehen langsam mit dem Oberkörper runter, soweit es geht. Und versuchen, die Hände auf den Boden zu legen. Wer kann, nimmt die Beine zusammen, die Hände hinter die Füße. Und dehnen und ziehen. Achten Sie aber darauf, dass es nicht zu sehr weh tut, dann hören Sie bitte auf. Langsam hochkommen. Schütteln, immer wieder schütteln. Ja, und wir kommen jetzt zum Oberschenkel in die vordere Seite. Wir winkeln die untere Wade an, fassen das Fußgelenk an und ziehen das Knie dabei nach hinten. Ganz wichtig, dass das Knie nach hinten geht und nicht zur Seite weg. Okay, und jetzt gehen wir wieder nach unten, da ein bisschen ausschütteln und nimm das andere Bein. Winkeln den Unterschenkel wieder an, fassen den Fuß an. Oh, Hilfe! Ein Wind geht hier. Wieder zu dehnen die innere Seite des Oberschenkels. Dafür geben wir die Grätsche, verlagern das Gewicht nach zur rechten Seite und lassen es schön ziehen. Zieht, ja, schmerzt. Und wechselt zur anderen Seite. Rechtes Bein strecken, linkes angewinkelt und ziehen. Jetzt dehnen wir unseren Po-Muskel, damit er schön fest wird, der Po. Ja. Dazu legen wir das rechte Bein über das linke Knie, beugen uns leicht nach vorne, setzen unsere Arme auf und versuchen so stehen zu bleiben. Das ist recht gemütlich. Ja. Wer Schwierigkeiten beim Wackeln hat, soll sich auf einen Punkt konzentrieren. Okay, und jetzt kommen wir wieder langsam hoch. Dann ausschütteln. Und nehmen das andere Bein. Ach, schön. Ja. Wer stöhnt da? Ah! Auf einen Punkt konzentrieren. Okay, und wieder ausschütteln. Wir kommen zum Rumpfdehnen. Das heißt, wir gehen auf die Seite, strecken einen Arm, den rechten Arm zur linken Seite und gehen mit dem Oberkörper nach, soweit es geht, und verharren. Ja, ziehen lassen. Langsam hochkommen. Und zur anderen Seite. Ziehen und verharren. Das ist gut für die Taille.
und langsam hochkommen. Ah, und das schön. Erlebnis. Ja, und wir kommen jetzt zur Dehnung der Schulter. Dazu winkeln wir den rechten Arm ab. Mit der linken Hand ziehen wir den rechten Ellbogen zur linken Seite rüber. Wichtig dabei, der Kopf bleibt gerade. Okay, und jetzt den anderen Arm. Verena, ein bisschen mehr. Okay. Ich denke, unsere Muskeln sind warm, recht gut gedehnt und wir können nun dazu übergehen, ein wenig den Kreislauf aufzupumpen, unser Herz in Schwung zu bringen, und das macht die Gina. Ich bin jetzt für den Aerobic-Teil zuständig, und zwar für den sanften Teil im Aerobic, bei dem immer ein Standbein den Boden berührt und das andere sich dabei abhebt. Aerobic, das sollten wir wissen, ist ein Training, was den Kreislauf stärken und kräftigen soll, und euer Puls beim Training optimal wäre 130. Ihr solltet auf keinen Fall höher sein als 200 minus eurem Lebensalter. So, dann wollen wir mal beginnen mit dem ersten Schritt. Ihr setzt das rechte Bein einfach vor mit einem Table. 1, 2, 3, 4. Dabei die Arme locker mit nach vorne nehmen. Ganz toll. Nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganz normal weiterlaufen. Ich möchte jetzt in den zweiten Schritt mit euch gehen. Nehmt einfach die Arme nach oben. Jetzt wird das rechte Bein hochgezogen und der linke Arm diagonal zum Knie. 5, 6, 7, 8. Und 1, 3, 4, 6, 7, 8. Nochmal. Und jetzt kombinieren wir gleich die zwei Schritte. Ihr fangt mit dem Tap-Schritt an, mit dem rechten Bein. Und vor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Knie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 4, 5, 6, 7, 8. Ganz normal laufen jetzt. Jetzt kommen wir in einen dritten neuen Schritt hinein. Wir nennen ihn den Vorwärtskick. Dabei das rechte Bein einfach 45 Grad Winkel nach vorne, linken Arm ausstrecken. 5, 6, 7, 8. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. Jetzt die Kombination von vorne mit dem Tap-Schritt und rechts beginnen. Und, entschuldigt, ich habe falsch gezählt, kommt mal vor. 6, 7, 8, die Knie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, den Tap. Und schön nach vorne. 5, 6, 7, 8, ganz normal laufen. Wir kommen zu dem vierten Schritt, aus- und einwärtsübung. Dabei das rechte Bein nach außen mit dem rechten Arm, linkes Bein nach außen ebenfalls. Und ranziehen an den Körper. Aus, 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 ein, 7, 8. Ganz normal laufen, jetzt die vier Schritte zusammen von Anfang an. 4, 5, 6, 7, 8. Und mit rechts beginnen, Norbert. 5, 6, 7, na also jetzt. 8, 4. Wunderschön. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und vorkicken. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aus, aus, ein. Aus, aus, ein. Genau, wunderschön. 7, 8. Normal weiterlaufen. Super, ehrlich. Fünfter und letzter Schritt. Ihr nehmt jetzt die Waden hinten nach oben. 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4. Arme jetzt einfach über den Kopf kreuzen. Okay, 1, 2, 3, 4. Wir nennen ihn den Tiefhochschritt. 7, 8. Und jetzt fangen wir alles von vorne an. Der Tap-Schritt nach vorne. 5, 6, 7, 8, nach vorne. Super. 5, 6, 7, 8, die Knie. Immer schön mit rechts beginnen. 5, 6, 7, 8 und vortücken. Ich
Habe ich jetzt Kicken gesagt? Dann sage ich Kicken. 6, 7, 8 und aus, aus, ein. Aus, aus, ein. Ganz gut. So, jetzt gebe ich aber Norbert. Norbert ist zuständig für Heimweg. Da wird sich schön bewegt und da heben sich jetzt beide Füße gleichzeitig. Ja, wir sind jetzt mit Laufen und beide Beine sollen vom Boden abheben. Schön laufen, Beine schön heben, die Fersen leicht heben. Um das zu verstärken, werden wir den Oberkörper nach vorne beugen. Da müssen die Beine hinten hoch. Und richtig schön abspringen dabei. Und die Arme mitnehmen. Das ist ganz schön, oder? Ja, cool. Nochmal. 4, 5, 6, 7, 8 und wir laufen wieder auf der Stelle. Ja, geht's noch. Komm, weiter. Auf. Wir machen jetzt den Hampelmann. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hey, ja. Könnt ruhig oben dabei zusammenklatschen. So. Wir laufen wieder. Prima, schön. So, wir kommen jetzt zu einer Entspannung. Die habt ihr euch richtig verdient mit Verena und der Dagmar. So, wir kommen jetzt zum entspannenden Teil. Da sollten Sie sich auch ruhig mal im gestressten Alltag gönnen. Bei all dem Stress ruhig mal zur Ruhe kommen, entspannen und tief und ein- und ausatmen. Das machen wir jetzt. Wir heben die Arme und atmen dabei ganz tief ein. Und durch den Mund aus. Lassen den Kopf fallen auf die Brust. Ja, eben die Arme. Auf. Kopf fallen lassen und die Schulter fallen lassen und ein Katzenbuckel bilden. Schulter heben, Kopf heben, einatmen, Kopf fallen lassen, Schulter und Wirbel für Wirbel abrollen. Entspannen Sie sich. Denken Sie an was Schönes. Ja, Norbert, an was sehr Schönes. Und langsam wieder hochkommen. Schulter und Kopf. Weiter geht's. Okay, wir kommen jetzt zu der Welle. Stellen Sie mich mal zur Seite, damit ich das besser sehen kann. Fußspitzen nach vorne. Wir machen einen runden Rücken, atmen dabei aus. Und kommen mit einem leichten Hohlkreuz nach vorne und atmen wieder ein. Ja? Mal. Tief einatmen durch die Nase und durch den Mund wieder ausatmen. Ihr könnt euch auf den Knien abstützen. Und dann letztes Mal. Okay, wir kommen jetzt zum gezielten Muskeltraining für unsere Problemzonen. Dazu wäre es ratsam, wenn ihr einen weichen Untergrund hättet, einen dicken Teppich oder so. Oder Gymnastikmatten, wie wir sie hier haben. Okay, die brauchen wir jetzt noch nicht. Wir gehen erstmal zur Seite in den Ausfallschritt. Hände in die Hüften, wir kommen tief und hoch. Tief und hoch. 4, 5, 6, 7, 8. Und wir wechseln die Seite. Vorne in die Kniebeuge, wir verstärken das Gewicht. Kommt tief und hoch. Die Knie bleiben immer gebeugt. Und immer bei der Anstrengung ausatmen. Mit Kraft. 4, 5, 6, 7, 8. Ein letztes Mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Wir lockern die Beine. Schön auslockern. Okay, wir gehen auf den Boden. Für die Po-Übung. Knien uns auf. Stützen die Hände auf. Winkeln das Bein an.
Hoch und hoch und ab. Hoch und ab. 5, 6, 7, 8. Gleich nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir wechseln die Seite. Linkes Bein, komm hoch und ab. Hoch und ab. 8. Nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir stützen uns auf, strecken das Bein aus, winkeln an und strecken. Winkeln an und strecken. Den Fuß immer beim Anziehen auch anziehen und weiter. 6, 7, 8. Okay, wir wechseln das Bein. Linkes Bein, zieh an, streck aus. Zieh an, streck aus. Okay, wir gehen jetzt nach hinten. Rollen langsam auf. Gehen uns um die Seite und das Bein hoch. Ab und hoch. Ab und hoch. 6, 7, 8. Ein letztes Mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir wechseln die Seite. Links. Und hoch. Achtet mal darauf, dass ihr das Gewicht auf beide Arme verteilt habt. Okay. 4, 5, 6, 7, 8. Super, wir legen uns kurz nach hinten. Rollen langsam auf. Links auf die rechte Seite. Achtet darauf, dass die Beine ganz gestreckt sind und der Fuß geflext. Komm hoch und ab. Hoch und ab. Der Fuß sollte nicht höher genommen werden als der Kopf. 6, 7, 8. Ein letztes Mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir wechseln die Seite. Komm hoch und ab. Hoch und ab. Ihr macht das wunderschön, muss ich sagen. 5, 6, 7, 8. Immer in der Luft halten. Schön anstrengend muss das sein. Ja. 8. Okay, wir lockern die Beine. Legen uns nach hinten. Handflächen zum Po. Wir verlagern das Gewicht nach hinten auf die Ellbogen und achtet mal darauf, dass ihr nicht das Gewicht hier im Mittelpunkt habt, sondern richtig schön nicht mogelt und nach hinten verlagert. Denkt daran, immer bei der Anstrengung auszuatmen. Und ab. Die Hüfte bleibt dabei immer unten. Wir pressen nur aus den Armen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir verstärken ein letztes Mal. Komm tief und hoch. Tief und hoch. Und durchhalten. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wechsel das Bein. Tief und hoch. Tief und hoch. Und ausatmen. Alles durch. Okay, wir lockern die Arme. Setzen uns nach vorne. Tun wir was für die Brust, damit sie schön straff wird. Wir halten die Arme im Butterfly. Setzen vor und auf. Vor und auf. Und schön mit Kraft. Schön die Brustmuskulatur anspannen. 2, 5, 6, 7, 8. Nochmal und ab. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir führen die Arme zu dir, lassen die Hände zusammen und die Ellbogen aneinander pressen. Und festen. Schön simulieren. Ich will Mucki zählen.
Okay, ein letztes Mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, wir lockern die Arme. Letzte Brustübung, wir setzen uns auf die Knie, binden die Beine an, Handflächen auswärts und die Frauen liegen bitte. Achte darauf, dass der Po unten ist. Kommt tief und hoch und schön ausatmen beim Hochkommen. Po runter. Ja. Und das Ausatmen nicht vergessen. Okay, wir kommen nach unten. Gehen wir kurz. Rollen langsam auf. Lockern die Arme. Rückreisen nach hinten. Ganz locker. Und mal nach vorne. Schön locker. Okay, wir schlagen nochmal locker aus. Schön einfach hängen lassen die Schultern. Ganz locker machen. Träumen schön nach der Musik. Okay, legen wir uns mal langsam hin. Und träumt was Schönes. Hinterher verratet ihr mir mal, was ihr geträumt habt. Wir atmen ganz tief ein und heben dabei den Brustkorb. Und atmen wieder aus und senken wieder. Und wieder einatmen durch die Nase und senken. Und einatmen und ausatmen. Wir genießen die schöne Ruhe und legen jetzt unsere Hände auf die Oberschenkel. Strecken unsere Füße dabei und heben unseren Kopf ganz langsam hoch. Und rollen uns Wirbel für Wirbel nach oben. Ja, und dabei winkeln wir die Füße an und strecken den Rücken ganz nach oben heraus. Strecken, Norbert, jawohl, so. Jetzt winkeln wir die Füße an, die Beine, Entschuldigung. Atmen tief ein, strecken uns ganz nach oben raus und atmen aus und rollen ab. Und einatmen und ausatmen. Ganz entspannt. Und noch einmal einatmen und ausatmen. Jetzt rollen wir uns wieder langsam ab. Die Knie gehen zur linken Seite und wir heben unsere Arme nach hinten. Und drücken die Hüfte nach vorne. Und wieder entspannen. Die Arme gehen wieder zurück. Und noch einmal. Die Arme nach oben und zieht kräftig. Und wieder zurück. Und die Knie gehen zur anderen Seite. Und Arme nach oben. Und streckt euch richtig raus. Und wieder zurück. Wir alle haben natürlich noch einen kleinen Tipp für Sie. Bitte nehmen Sie das Training nicht so todernst. Freude und Spaß sollten auch mit dabei sein. Und Sie werden merken, es macht nicht nur Spaß, es wirkt auch. Ja, und noch mehr Spaß werdet ihr haben, wenn ihr das Ganze in einer Gruppe macht oder versucht, euren Freunden oder eure Freundin dazu zu überreden. Ja, und mein Tipp ist, regt eure Fantasie an und entwickelt neue Übungen. Das Ganze macht natürlich auch noch mehr Spaß, wenn Sie den Erfolg sehen. Und Erfolg sehen Sie, wenn Sie mindestens 2 bis 3 Mal wöchentlich trainieren. Und ich würde euch vorschlagen, einfach nach dem anstrengenden Training in eine Sauna zu gehen oder vielleicht ein schönes heißes Bad zu Hause zu nehmen. Das entspannt nicht nur eure Muskulatur, sondern auch euch. Ja, das war jetzt Fitness für Frauen.
wie Sie gesehen haben, können natürlich auch Männer mitmachen. Ich muss Ihnen natürlich erstmal gratulieren, dass Sie diese 30 Minuten überhaupt so gut durchgestanden haben. Und wenn nicht alles beim ersten Mal geklappt hat, macht nichts. Üben Sie weiter, denn Übung macht den Meister. Juhui! Ja.